Ja, moin aus Schleswig-Holstein. Der Niedersachse hat sich mal auf den Weg gemacht. War nicht so einfach wegen der Pandemie. Das heißt also, wir haben so ein bisschen Testprobleme und so weiter und so fort. Wo können wir schlafen? Jetzt haben wir es geschafft ins Basecamp quasi. Hier an der Treene, die werden wir bepaddeln. Über 50 Kilometer. Da haben wir so 2, 3 Tage gedacht. Wollen wir mal gucken, wie wir vorankommen. Es gibt Biwakplätze, von daher ist das ganz gut. Ja, hier sind wir schon ausgerüstet. Werden auch noch gleich essen und ein Feuerchen machen, denn das gibt es hier auch. Da drüben. Und werden es uns gemütlich machen und dann geht es raus. Und hier in diesem alten Pfadfinderlager, wo wir Platz gefunden haben, ist es echt optimal. Wir sind allein und haben mega Spaß, glaube ich. Und das Wetter wird auch noch gut, versprochen. Also dann essen. So, nachdem wir gestern ja schön gegessen hatten und das habe ich mir gespart, videomäßig, noch ein kleines Lagerfeuer gemacht. Heute Morgen jetzt schon die Sachen irgendwie rausgekramt, müssen alle jetzt noch verstaut werden, bevor es losgeht und bevor ich jetzt abbaue, werde ich allerdings noch mal einen schönen Kaffee trinken, glaube ich. Wir kommen jetzt auf der Treene Eggebek, ja genau, entgegen. Das ist die offizielle Einstiegsstelle übrigens von der Treene. Wir sind ein bisschen weit oberhalb eingestiegen. Das hat aber den Grund gehabt, dass wir da übernachtet haben. Und zwar im Tydal Camp. Das ist ein Pfadfindercamp der dänischen Minderheit eigentlich, aber das ist zugänglich für Jugendgruppen. Das ist mega schön mit viel Wald, Einsamkeit und Lagerfeuerstellen. Deswegen paddeln wir auch dieses Stück von der Treene. Normalerweise ist das nicht so gern gesehen, aber wenn man in Tydal übernachtet hat, ist das durchaus geduldet, weil man in Eggebek keine Übernachtungsmöglichkeit hat, leider. Sonst wären wir da auch eingestiegen. So sind wir dankbar, dass wir es nicht sind, weil diesen schönen Teil der Treene hätten wir nicht gesehen und wir hätten gestern nicht so einsam im Wald ein Lagerfeuer offiziell machen dürfen. Schon die offizielle Einstiegsstelle hier. Sehen wir es? Wahrscheinlich kriegen wir jetzt ein bisschen Traffic auf der Treene. Ich hoffe nicht zu sehr, weil so krass ist das Wetter noch nicht. Von daher, mal schauen.
Ja, ich hätte jetzt auch schon früher gerne irgendwas erzählt und was gezeigt, aber es ist echt ein Verkehr hier. Leute, gut, man muss sagen, es ist Samstag. Unsere eigene Schuld, dass wir bis Dienstag unterwegs sind. Aber es ist ein Verkehr mit den Leihbooten teilweise. Jetzt ist es wieder ganz ruhig. Das war ganz schön heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Teilweise kann ich das verstehen, teilweise ist das cool, was sie machen, also sich ein Boot ausleihen und alles. Aber dann gibt es wieder Truppen, die haben halt jetzt heute Morgen schon das Bier am Hals und laute Musik. Und ich finde, das wird dem Fluss hier nicht gerecht. Aber gut, vielleicht bin ich da ja nicht der richtige Ansprechpartner für solche Touren. Platz gefunden und ja, zufrieden. Hm? Zelt steht. Ja. Boote sind auch verstaut. Wir haben noch Zuwachs gekriegt hier auf dem Biwakplatz und ja, genau hier, Leute. Genau schön am Gewässer. Besser geht das gar nicht heute. Heute sind bei mir Spaghetti und ja, und Feuerchen vielleicht. Mal gucken. Also dann. Mal schauen, was heute Abend noch passiert und morgen früh geht es dann weiter. Und da freue ich mich sehr drauf. Ja, vielleicht auch weniger Mietboote. Wäre ganz schön. Da hätte man ein bisschen freie Fahrt. Naja, wir werden sehen. Ja, und das ist schon der nächste Morgen. Die Nacht war irgendwie kalt. Ich, Vollidiot, habe auch einen falschen Schlafsack mit. Ich dachte, es wäre ein bisschen wärmer. Na ja, gut. Packmaß ist halt alles und der ist sehr klein. Die Nacht war soweit okay, bis auf die Kälte. Und die Nachbarn, ja. Wir hatten auf dem Biwakplatz eben dann, die sind später noch gekommen, so eine Truppe aus Berlin.
haben sie auch ein Boot geliehen und waren mit viel Mucke und viel Alkohol unterwegs und waren dann halt auch noch sehr, sehr lange sehr aktiv. Oh, das habe ich gut ausgedrückt, glaube ich. Naja, gut, sonst natürlich alles okay und jetzt freuen wir uns auf die nächsten nur mindestens 20 Kilometer hier. Paddeln will, dem rate ich dringend, nicht meinen Fehler zu machen und irgendwie in den Tagen, wo man unterwegs ist, ein Wochenende mit drin zu haben. Und vielleicht auch nicht in den Ferien. Aber ansonsten mega schön. Ja!
los. Hier müssen wir vorsichtig sein. Vorsichtig, langsam paddeln. Hier wird geblitzt. Ah ja, hätte ja sein können, nicht? Aber neugierig seid ihr, ne? Oder? Mit Dixi-Klo. Ja, schauen wir uns mal an. So, haben wir auch geschafft. Den Tag, ne? Hier wird nochmal ausgepackt. Muss ja sein. Biwakplatz in Hollingstedt, direkt an der Treene. Ja, einfach gehalten. Biwakplatz halt, eine Toilette ist nicht da, wenn man ehrlich ist. Jedenfalls, nee, geht gar nicht. Und ja, nicht der schönste Platz, aber für heute Nacht reicht es. Definitiv. Und da drüben ist gleich die Treene. Hoffentlich sieht man sie. Und da werden wir morgen wieder einsteigen und dann die letzte Etappe paddeln und dann noch ein Nachtlager haben. Es wird hart, 22 Kilometer sind das, aber die Strömung fehlt. Also von daher müssen wir schon ein bisschen paddeln. Und ich freue mich drauf. Und jetzt. Gleich wird gegessen. Ja, ich komme. Essen. Ich muss. So, jetzt haben wir den letzten Tag, den letzten Morgen. Die Nacht war die geilste Nacht. Lieber treffen wir nette Leute noch getroffen, das war ganz cool. Und die Nacht war nicht so kalt wie die letzten. Ich sehe aus wie der letzte Dulli, das ist mir durchaus bewusst mit dem Hut. Aber ich habe mir gestern schon Sonnenbrand geholt, weil ich zu fein war für den Hut. Heute bin ich schlauer. Okay, 22 Kilometer. Fast stehendes Gewässer. Die Treene wird immer breiter. Also ich glaube schon, dass das eine ordentliche Herausforderung wird heute. Zumal wir noch einen Termin haben für einen Corona-Test, damit wir da übernachten dürfen. Ja, es wird besser. Kalt ist vorbei. Also nicht ganz, aber es wird besser. Mühsam ist es auf jeden Fall auf der Treene ein Stück weiter, weil wie gesagt keine wirkliche Strömung. Aber schön ist es auf jeden Fall. Ist mal was anderes. Wieso auch noch nie gepaddelt? Irgendwie hat man den Eindruck, dadurch, dass die Landschaft auch irgendwie nicht richtig anders wird, dass man nicht vorankommt. Mal gucken. Hoffen wir, dass wir das alles in der Zeit schaffen. Thank you.
Oh, Schatten. 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 Oh. Der sieht aber einladend aus. Guck dir mal das an hier, wie breit hier die Träne ist. Unfassbar, wenn ich überlege, wohin, ja, also als Film und vor zwei Tagen bei mir, wie wir eingestiegen sind, dieses kleine Flüsschen. Und jetzt wird so was draus. Naja. Ja, die Kleinen werden groß, wa? Ja, wie die Zeit vergeht. Ich guck mal auf meinen Sonnenbrand. Ja, wir müssen gleich da sein. Ach ja, erst keine Strömung und jetzt auch noch Gegenwind. Reich langsam hin. Nicht, dass das auf die Kondition geht hier. Alles gut. Ich hab auch keinen Bock mehr. Gegen den Wind. Da wollen wir hin. So, heute ist Abreise. Wir sind in Schwabstedt. Hier haben wir noch eine Nacht verbracht, gestern angekommen. Und werden heute natürlich nach Hause fahren. Die Träne haben wir jetzt abgepaddelt mit über 50 Kilometern. Wir könnten noch nach Friedrichstadt, das sind noch mal so 6-7 Kilometer, aber nee, da haben wir keinen Parkplatz gefunden. Ich hoffe, es sind ein paar gute Bilder dabei. Weiß ich noch nicht, ich bin ja noch nicht im Schnitt. Wir hatten so ein bisschen technische Probleme, deswegen bin ich ein bisschen unzufrieden mit dem. Aber es war ein toller Fluss, kann ich jedem nur empfehlen. Am Anfang sehr naturbelassen. Dann kamen natürlich die Mietkanadier da. Wir waren auch noch am Wochenende oder übers Wochenende unterwegs. Das war natürlich jetzt vielleicht nicht die beste Wahl unter der Woche und vielleicht nicht in Ferien wäre vielleicht die bessere Wahl gewesen. Ansonsten, ja, total zufrieden, naturbelassen. Danach wird es dann ein bisschen breiter und dann irgendwann hatten wir auch keine Strömung mehr am letzten Tag. Da muss man ein bisschen mehr paddeln. Ne? Ansonsten tolle Zeit gewesen über diese ganzen 3 Paddeltage und 4 Nächte. Kann ich jedem nur empfehlen. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach nach. Und vielleicht hat euch der ein oder andere Eindruck gecatcht und ihr fahrt auch mal die Träne. Ich werde es auf jeden Fall nochmal machen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und nicht vergessen, hier wird gepaddelt und nicht gedaddelt. Bis dann, ciao.